Hallo und herzlich willkommen und wieder zurück bei Tower of Fantasy. So, machen wir heute weiter. Wir haben gestern die Story weitergespielt. Heute ist klares Ziel, dass wir Kapitel 4 fertig kriegen. Natürlich müssen wir mit dem langweiligen Teil anfangen, und zwar, dass wir die Roboterkämpfe wieder machen. Richtig. Was mal gut ist, meine Bitrate ist sehr stabil. Gestern hatte ich schon ein paar Drops. Wir hatten gestern auch den Battle Pass fertig gespielt. Was auch gut ist, haben wir auch noch ein paar Rotkerne bekommen. Mensch, jedes Mal, wenn ich moderiere, habe ich übelsten Schleim in der Kehle. Keine Ahnung wieso. Thank you.
So, dann. Es geht richtig schnell von dannen.
zum 10. Engel. Ups, nee. So, ab in die Unterstützungskämpfe. So, dann hatten wir dies auch. Haben wir noch 5 Mal.
Auch hier gleich fertig. Von hier. Ich glaube, wir sind fast fertig, noch zweimal. Was denn jetzt?
Stimmt, hab das ganz vergessen. Durch die Zeitzonenverschiebung, durch die Sommerzeit, ist hier ja das Update nicht um 9, sondern um 10. So, jetzt müsste ich ja fertig sein. Ja. Ich muss noch hier im Shop einkaufen. Hab auch jetzt genug. Kaufen wir das ein. Oh, die Teile muss ich unbedingt kaufen. Solche Sachen, die man unbedingt braucht. Die Teile auch. Und dann war es das. Oh, ich kann auch Feldenergie kaufen. Kann ich auch nochmal 4 mehr Feldenergie kaufen. Hier kaufe ich auch. Und die Teil brauche ich noch. Ah, ich habe es fast geschafft. Dann kriege ich das Outfit. Das sieht nicht mal so scheiße aus. Wir können wieder Matrizen aufleveln. Da freut man sich sehr. Ja. So, schauen wir mal. Was mich denn da? Ja, das sieht jetzt etwas komisch aus, aber ich kratze mich gerade nur am Bauch. So, dann leveln wir das hier mal auf Stufe 70. Ich dachte, ich hatte 70 gesehen. Okay. Dann nur 60. Ist nicht schlimm. Ich kann eigentlich die hier auch opfern, weil die brauche ich nicht.
So, wir nehmen noch weiter den Helm, falls wir noch nicht den richtigen Helm haben. Mal schauen, ob wir einen besseren Helm bekamen. Leben, Voltwiderstand. Widerstand und Voltangriff. Das ist scheiße. Angriff, Flammenangriff. Eigentlich ist er mal gar nicht so scheiße. Aber ich habe hier Angriff und physischer Angriff. Es wäre geil gewesen, Flammenangriff, physischer Angriff und Angriff, dann wäre es perfekt gewesen. Aber könnte man. Schade, dass man nicht nur einen zufälligen Wert einfach rollen kann. Ja, Angriff, physischer Angriff, Flammenangriff, Widerstand. Muss halt Glück haben mit den Teilen. Beliebt. Der sieht cool aus. Muss mal prüfen. Das habe ich abgeschlossen. Sowieso die zwei kriege ich nicht fertig.
fehlt mir eigentlich noch. Ah, ich brauche nur Ebene 2. Gold. Ja, ja. Ja. Kannst du mir den nichts printen? Ja, das kann ich machen. Und ein Zoll schon geprintet für, also von einem geprintet für den Luxgold, ja gut. Okay. Und bis das ein Kampfdruid. Ah, und was? Ja, okay, Problem. Muss man da irgendwie speziell Gräs tun? Ah, okay, andere. Ja. Okay, kein Problem. Ah, okay, andere. Ja. Nee, das ist kein Problem. Ja. Ich finde, es wird geschickt, das ist schon... Also. Das ein Druid, ein Kampfdruid, in der Tat, die brauchst du zwei, drei Monate. Ein super Kampfdruid, die brauchst du zwei Monate, die kannst du auch nur bringen. Das wird die ganze... Oh, das ist so ein... Ja, ja, die du gehen dick schnell. Ja. Du musst auch dick schnell gehen, weil das ist auch nicht viel lohnt. Ja, du wirst wahrscheinlich ein Spiel lang machen. Aber du brauchst just, du, wenn, auch von den Leuten, wenn du mal 2-3 Mal musst und das halbe Freck, was ja. Du also nehmen musst. Also gerade so gut, da brauchst du nämlich Freck zu machen. Ja. Den du 2 Mal und Talmor brauchst du 3 Feuer. Um so groß wie das hier. Ja. Auch die natürlich Stellen. Die sind auch schnell gedreht, die du. Ja. Das ist so groß, was. Ich weiß nicht, ob du Füllung brauchst. Support machst für dich. Wahrscheinlich ist es nicht für nicht bauen. Ja, ich muss gucken, wie ich sie lehren. Aber das ist von denen immer 2 Mol. Ja, immer 2 Mol. Und von dem du bist du da 3. 3, ja. Okay. Wo ist der Keller? Ich meine, ich muss einen durch. Das ist noch der Rest, war das schon. Was sag ich dir? Das ist nicht viel. Boah, mal gucken, als ich mich durchgehe, ja. 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 Sammle 6 Kiefer zu finden, das ist nicht schwer. Das ist einfach, das ist auch einfach. Kluft die Leere, schließe 4 Kugel. Dann Raid natürlich. Töte 66 Gegner. Sammle 6 Begonien, besiege Sieg. Habe ich den überhaupt schon freigeschaltet? Den Dude. Ich weiß nicht, ob ich den schon freigeschaltet habe.
weiß auch gar nicht, wie man bei denen kommt. Okay. Wie auch immer. Ach so, ich hab den Roboter jetzt fertig. 35 ist Maximum. So, machen wir jetzt mal die tägliche. Thank you.
gleich auf den Ballon da landen. Nein. Höchsten Punkt bin, werde ich versuchen, mich überspringen zu springen. Thank you.
Jetzt wissen, wo das Teil da ist. Genau. Map. Was ich gedacht habe. Man mich schrecklich. Also das Mikro hört man. Aber ich habe das Gefühl, dass das Game man nicht hört. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht laut genug ist bei meinem Stream bei TikTok.
So, jetzt funktioniert es. Hoffen wir mal, dass wir jetzt noch schnell genug vorankommen, weil wir sind mit den Erfahrungspunkten etwas hinten drin. Ziel ist es jetzt da, meiner Meinung nach, ist das, was auf der Karte angezeigt wird, die ist jetzt bei Stellen, hier auf dem Kabel. Natürlich auf dem Kabel zu balancieren ist das nicht ohne, weil ich sehe mich hier runterfallen. Das war mal klar. Und das andere ist über mir. Das bedeutet, das ist wirklich auf dem anderen Kabel. Oder? Das ist eher etwas mehr links. Aber so, doch, das ist auf dem anderen Kabel. Mist. Das war knapp. Vielleicht etwas vorsichtiger. Wir sind fast da. Nein. Also, wir gehen noch mal nach oben, weil ich glaube, da gibt es dann noch. Ich möchte unbedingt da. Sitzen ist so ungemütlich auf dem Scheißstuhl hier. So, unser Ziel
Raummaschine. Was ist das denn? Ich muss sowieso ein paar Weltenbusse noch machen. Ich guck mal, ob da der Weltenbus da ist. Von den Weltenbussen kriegt man auch sehr viel Erfahrung. Oha, der ist auch da. Machen wir den mal fertig. Natürlich nehme ich das an. Die Belohnungen sind immer gut. Weh, wenn es das Labyrinth ist.
Den hätten wir dann mal. Was haben wir noch hier? Hier ist noch eine Daily. Wir sollen 10-mal gucken. So, das wäre erledigt. Aufgabe erledigt. Das war's dann ab. Falsche Taste. Thank you.
Come on. Auch die Teile. Oh, geil. Neue Stufe. Stufe 88. Und fast, ich habe ja fast zwei Leveln gemacht. Das ist heftig. Kriegen wir nochmal 100. Hier kriegen wir nochmal 150. Das ist alles so, wie es sein sollte. So, wir gehen mal zu Waffen und gucken, ob wir hier leveln können.
Ist ja klar, welchen Schlüssel wir nehmen. Den hier. Hier ist auch klar. Oh. Hier nehme ich die ersten. Und hier nehme ich den zweiten. Bin ich da fertig? Was habe ich noch? Hier. 31, 41. Nehme ich hiervon noch. Quatsch, ich war schon richtig. So, ist eigentlich gut. Ich glaube, dann können wir jetzt die Story weiterspielen. Weil wir wollen ja noch Kapitel 4 fertig kriegen heute, falls es möglich ist. So, dann schauen wir mal. Wir müssen hier weiter in den Norden, glaube ich. Kann das sein? Das ist wieder unser Ziel. Wir müssen dahin. Genau dahin. Sieht so eigentlich aus. 35, 22, 48, 40, 16 und 39. Ja, nur die Sumpfstadt ist sehr nah an den 50%. Verwenden um alle Angriffe dauerhaft um 5. Wow, das ist eigentlich schon geil. Dieses Teil. Gibt es das bei jedem? Tatsächlich. Also hier kriege ich noch mal 4. Hier kriege ich noch mal 3.
Hier kriege ich nochmal 3. Da 3. Also 3 mal 3 sind 9 und nochmal 4 sind 13 Stück, kann ich über rein durch die Forschung erforschen der Karte. Gut. Ah, geil. Das heißt, er zeigt mir, wenn ich Feldpunkte angebe, dann zeigt er mir überall, wo noch Feldenergie ist, wenn ich jetzt richtig verstehe, oder? Das heißt, jetzt hier unter mir müsste Feldenergie sein. Geil. Das erleichtert mir natürlich die Suche nach der Feldenergie. Muss schon sagen, das bringt mir schon was. Also,
Jedenfalls, jetzt gehe ich jetzt mal die Story weiterspielen. Feldenergie sammeln wird noch spaßig, weil da werde ich noch Tonnen an Feldenergie sammeln müssen. So, bevor wir jetzt weitermachen, ich gehe jetzt mal eine rauchen und dann geht die Story weiter. Wenn wir Glück haben, werden wir noch heute Stufe 89 erreichen. So denn, dann geht's weiter. Ich laufe irgendwie komplett falsch. Ich muss dahin.
It's really dead and... So, 76,000... Muss ich Stein oder... Nee, ich muss hier rein.取られた可能性が高いです。一体誰が何の目的で後で吸域に行って原因を調査してくれ。はい。黒曜の改造を実現できたのはひとえに皆時の印への供給も安定していますし、もう道源が枯渇、いよいよ吸域が。 Ich muss immer kilometerweite Distanzen hinterlegen. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, yeah.
Juck! So, die hätten wir alle. Hier gibt's eine Quest. Die nehmen wir doch gerne an. Die nicht einfach abschalten. Ich versuche mal was. Ne, das funktioniert nicht.
気をつけて。 うん、行こう。 Ab in den Kometen. Scheiße, wie groß ist der bitte von innen? Dunkelheit quasi wieder. Wenn der Gegner orange auflöscht, falsch rechtzeitig aus. Wenn du blau auflöscht, stimmt er im normalen Angriff zeitig ab, um spezielle Kontereffekte auszulösen und den Gegner zu unterbrechen. Thank you.
ランさんの手当ては終わりました。大きな怪我ではなかった。そう。ナインが奪った。今日はありがとう。いえ、旧域のたこの50年間、多くの犠牲が払われ、もうほっ。聞いたかもしれないが、今回はドクター・レビリアも同行するらしいということは、was? 5 Kilometer? Wie weit ist das denn schon wieder?
君たちが遺跡内の廃棄種を討伐してくれたおかげで、ナインが奪ったクリスタル、この件については。どうする？久しぶりに旅え、シルバーコースト研究ドクター・クレイフォーの時間が余ったらいいと。セシリーさん、機械衛兵の新しい性能報告書が届きました。故障箇所は全て修理ですので。え、修理くらい。Muss ich denn hin jetzt? Mirafleur.
Nein, ich will nicht nach unten, ich will nach oben. So, come on, come on. Positions.
Das hatten wir auch. Gibt es noch was hier?